Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist hier auf meinem Kanal. Ich spreche über Narzissmus und über narzisstisch geprägte Beziehungen und ich beziehe mich dabei auf meine eigenen Erfahrungen und auf gefühlt 1000 Bücher und YouTube-Videos und Instagram-Seiten und ich möchte das Wissen, das ich mir angeeignet habe, mit dir teilen. Und wenn du aber in deiner Beziehung richtig starke Probleme hast oder nicht weißt, ob du richtig starke Probleme hast, aber einfach so ein ungutes Gefühl in dir spürst, dann scheue dich wirklich nicht zu echten Experten zu gehen und ich habe dir unten in der Beschreibung meines Videos auch die wichtigsten Telefonnummern angeführt und ruf wirklich besser früher als später an und lass dich über deine Situation beraten. Und ich möchte heute in diesem Video über die Gefühle Schuld und Scham sprechen, weil diese Gefühle tragen wir einfach alle in uns und vor allem narzisstisch geprägte Persönlichkeiten lieben es einfach, mit diesen Gefühlen zu spielen, um von anderen Menschen das zu bekommen, was sie gerne haben möchten. Und deswegen denke ich, dass es richtig wichtig ist, diese beiden Gefühle auf einer tieferen Ebene zu verstehen und auch zu heilen, damit wir diesen Menschen einfach da keine Angriffsfläche mehr bieten. Und gerade das Gefühl der Scham wird einfach von so vielen Menschen ein Leben lang herumgetragen, ohne dass sie es wirklich richtig heilen. Und wichtig zu verstehen ist einfach, dass das Gefühl der Scham der Grund ist, warum viele nicht das, was sie im Leben erreichen wollen, erreichen, weil wenn man wirklich ein glückliches und zufriedenes Leben haben möchte, dann muss man einfach seine eigenen inneren Wunden und eben auch diese Scham heilen, weil das Gefühl der Scham einfach so viele Lebensbereiche negativ beeinflussen kann. Und wenn wir aufwachsen, dann entwickeln wir gewisse Glaubenssätze und Regeln darüber, wie die Welt funktioniert und wie das Leben aussieht. Und wir lernen, was richtig und was falsch ist und wir lernen, welche Worte und welche Taten andere Menschen verletzen und welche Worte und Taten andere Menschen nicht verletzen. Und wir lernen also Regeln und wenn wir dann etwas Falsches machen oder etwas Falsches sagen, dann empfinden wir Schuld. Und wenn wir beispielsweise wütend auf einen anderen Menschen sind und deswegen irgendetwas Böses zu ihm sagen, dann fühlen wir uns im Nachhinein schuldig. Und es gibt wirklich tausend Gründe, weswegen wir uns schuldig fühlen können. Zum Beispiel, weil wir irgendjemandem etwas weggenommen haben oder weil wir einen anderen Menschen betrogen haben oder weil wir irgendjemanden vernachlässigt haben. Und gerade co-abhängige Menschen und auch so People-Pleaser haben so ein generelles Gefühl der Schuld in sich. Und sie haben immer irgendwie auf einer tieferen Ebene das Gefühl, irgendjemand anderen im Stich zu lassen. Und das Positive an der ganzen Sache ist, dass das Gefühl der Schuld auf jeden Fall etwas ist, worüber wir hinwegkommen können und was wir auf jeden Fall heilen können. Und um darüber hinwegzukommen, müssen wir in einem ersten Schritt die Verantwortung dafür übernehmen, was wir gesagt oder gemacht haben. Und wenn wir die Verantwortung übernehmen und Empathie für den Menschen empfinden, dem wir etwas angetan haben und wenn wir einfach sehen, was das, was wir gemacht haben, in einer anderen Person angerichtet hat und wenn wir einfach so die Hand heben und sagen so, okay, ich habe einen Fehler gemacht, dann können wir in einem weiteren Schritt sagen so, ja, ich bin halt auch nur ein Mensch, ich habe einen Fehler gemacht und ich übernehme aber jetzt die Verantwortung, es tut mir richtig leid und es kommt nicht mehr wieder vor. Und erst dann, wenn wir eben die Verantwortung übernommen haben und wenn wir uns für das, was wir gemacht haben, entschuldigt haben, dann können wir uns selbst verzeihen und dann können wir dieses Gefühl auch gehen lassen. Und der Grund, warum Menschen in dem Gefühl der Schuld stecken bleiben, ist einfach der, dass sie die Verantwortung für das, was sie getan haben, nicht übernehmen wollen. Beispielsweise hat ein Mensch einen anderen Menschen betrogen und fühlt sich dafür eigentlich auch wirklich richtig schuldig. Aber anstatt jetzt die Verantwortung dafür zu übernehmen, projiziert er dieses Gefühl der Schuld auf die andere Person und sagt beispielsweise so etwas wie, ja, du hast mich mit deinem Verhalten dazu gebracht, dass ich dich jetzt betrügen müsste, weil ja, du hast mir vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit gegeben, deswegen musste ich jetzt fremdgehen. Und wenn wir aber das Gefühl der Schuld auf einen anderen Menschen projizieren und somit aber unterdrücken, dann übernehmen wir keine Verantwortung für das, was wir gemacht haben und dann entschuldigen wir uns auch nicht für das, was wir gemacht haben. Und dann können wir aber dieses Gefühl nicht verarbeiten und hinter uns lassen. Und Schuld sagt also, ich habe etwas falsch gemacht. Und im Vergleich dazu sagt Scham, ich bin falsch. Und geht damit noch viel, viel, viel tiefer. Also Scham ist eine Wunde, die wirklich tief im Kern unseres Seins steckt und extrem viele Probleme verursacht. Sie verursacht Depressionen und sie verursacht Ängste. Und sie ist der Grund, warum wir ein geringes Selbstwertgefühl haben. Und sie ist der Grund, warum wir nicht selbstbewusst sind. Und
Sie ist auch der Grund, warum wir nicht in der Lage sind, uns selbst zu motivieren und durch uns selbst Fülle zu erfahren. Und Scham ist auch der Grund für viele psychische Störungen, wie zum Beispiel Essstörungen oder irgendwelche Drogenabhängigkeiten oder Alkoholsucht. Und all diese Störungen tragen im Kern eigentlich die Aussage, ich bin nicht gut genug. Und die große Frage ist jetzt, woher diese Scham kommt. Und sie kommt aus den unbewussten Überzeugungen über uns selbst. Und woher bekommen wir diese Überzeugungen? Aus unserer Kindheit. Also da werden sie programmiert. Und wenn wir ein Baby sind oder wenn wir Kinder sind, dann machen wir auf jeden Fall die Erfahrung von Scham, weil wenn ein Baby schreit und nicht sofort jemand kommt und es tröstet, dann empfindet es einfach auf irgendeiner Ebene Scham. Und wenn wir als Kind nicht die Aufmerksamkeit von Mama oder Papa bekommen, die wir gerade in dem Moment aber jetzt brauchen, dann empfinden wir ebenfalls ein Gefühl von Scham. Und wir fühlen dann einfach, dass irgendetwas nicht in Ordnung mit uns sein muss, weil warum sollten uns unsere Eltern ansonsten ignorieren? Und diese Erfahrungen trainieren tatsächlich so einen richtigen Muskel aus Scham, der uns einfach sagt, dass wir so, wie wir sind, nicht in Ordnung sind. Und das Problem ist, dass wenn Menschen, die wir lieben und auf deren Schutz und auf deren Unterstützung wir angewiesen sind, uns das Gefühl geben, dass wir mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen irgendwie falsch liegen, dann wird in uns einfach das Gefühl der Scham programmiert. Und in solchen Momenten beginnt dann unsere persönliche Ich-bin-nicht-gut-genug-Geschichte. Und ich möchte aber an dieser Stelle erwähnen, dass ich nicht den Eindruck vermitteln will, dass alle Eltern jetzt schlecht oder missbräuchlich sind. Das Problem ist einfach, dass wir als Babys oder als Kinder noch nicht die Logik besitzen, um zu verstehen, warum die Mama jetzt vielleicht gerade keine Zeit für uns hat, weil sie vielleicht gerade fünf verschiedene Sachen gleichzeitig machen muss. Oder wir besitzen als Baby und als Kind noch nicht die Logik, um zu verstehen, warum uns der Papa jetzt ignoriert, weil er vielleicht halt eben gerade telefoniert oder in die Arbeit gehen muss. Und wir können als Kind, also wir besitzen eben nicht die Logik, um als Kind verstehen zu können, dass unsere Mutter vielleicht narzisstische Anteile hat und uns deswegen gerade so behandelt, wie sie uns behandelt. Oder wir verstehen als Kind auch nicht auf einer logischen Ebene, dass unser Vater uns vielleicht deswegen vernachlässigt oder nicht für uns da ist, weil er selbst halt ein emotional nicht verfügbarer Mensch ist. Und wir können als Kind auch nicht auf einer logischen Ebene begreifen, dass unsere Eltern uns vielleicht deswegen so behandeln oder deswegen so erziehen, weil sie selbst als Kind schon so erzogen wurden und vielleicht auch körperlich oder emotional misshandelt wurden und uns deswegen eben heute so behandeln, wie sie uns halt eben behandeln. Weil ich denke wirklich, dass die Intention der meisten Eltern sehr, sehr gut ist und dass die Vernachlässigung oder dass der emotionale Missbrauch nicht bewusst stattfindet, weil die meisten Eltern einfach so auf Autopilot schalten und beginnen ihre Kinder halt eben einfach so zu erziehen, wie sie selbst auch erzogen wurden. Oder sie lassen das Leben halt einfach so passieren und achten jetzt nicht wirklich bewusst darauf, was jedes Kind individuell von ihnen braucht. Und da uns aber als Baby und als Kind eben diese Logik fehlt, um genau das zu erkennen und genau das zu verstehen, glauben wir einfach ganz automatisch, dass das Verhalten unserer Eltern an uns liegt. Und wenn du diese Scham jetzt aber heilen willst, ist das Erste, was du unbedingt machen musst, dass du ein Bewusstsein über dich selbst entwickelst. Und wir müssen einfach Kenntnis über unseren eigenen Charakter bekommen und wir müssen einfach unsere eigenen Gefühle und die Motive, weswegen wir manche Sachen machen, einfach herausfinden. Und wir müssen einfach unsere eigene Ich-bin-nicht-gut-genug-Geschichte kennen. Und du kannst dich wirklich hinsetzen und dich einfach mal so fragen, so hey, du sag mal, warum glaubst du jetzt eigentlich gerade nicht gut genug zu sein? Und du musst auch lernen, dein eigener Coach zu sein und du musst ja auch lernen, dein eigener Therapeut zu sein und du musst in der Lage sein, deine beste Freundin zu sein oder halt dein bester Freund. Und du musst auch in der Lage sein, Selbstgespräche mit dir zu führen. Und Gespräche, in denen du dich halt einfach fragst, ja, warum denke ich jetzt diesen tollen Job nicht bekommen zu können? Oder warum denke ich jetzt diesen super heißen Typen nicht daten zu können? Oder warum denke ich jetzt diese extrem attraktive Frau nicht daten zu können? Und wenn du solche Fragen stellst, dann wird dir deine eigene Ich-bin-nicht-gut-genug-Geschichte ins Bewusstsein rücken. Und
Ich empfehle dir wirklich, dich mit dieser Geschichte gut auseinanderzusetzen und sie auch willkommen zu heißen und dich auch wirklich zu fragen in jedem Moment, warum du dich jetzt gerade so fühlst, wie du dich fühlst, weil dann wird auf jeden Fall irgendetwas ans Licht kommen und dann wirst du an die Wurzel dessen kommen, was dich dazu bringt, Scham zu empfinden. Und wenn du deine Scham heilen willst oder generell deine inneren Wunden heilen willst, dann musst du wissen, wie diese Scham und wie diese inneren Wunden in dir einfach aussehen und was genau im Leben dich so richtig triggert. Und das ist dann nämlich der Moment, in dem du dich wirklich auf einer tieferen Ebene selbst kennenlernst. Und es ist auch super wichtig, Mitgefühl mit dir selbst zu haben, wenn deine Ich bin nicht gut genug Geschichte hochkommt. Und du darfst das, was da hochkommt, auch nicht bewerten und verurteilen, weil Scham genau das ist, nämlich eine Bewertung von Dingen. Und du musst dir stattdessen sagen können, so okay, ich weiß, oder so, ja, weißt du was, das, was ich fühle, das darf ich jetzt auch fühlen und das ist auch vollkommen okay, aber was mache ich jetzt damit? Und das ist halt eben dann der Moment, in dem wir unsere Logik einsetzen, die wir halt jetzt als Erwachsene haben, also die, die wir als Kind noch nicht hatten, aber jetzt halt eben schon haben. Und jetzt starten wir mit dem Self-Parenting und holen uns aus dieser Scham heraus. Und jetzt sind wir halt eben erwachsen und wir sind der Elternteil und wir kümmern uns um unser eigenes inneres Kind. Und am Ende ist es nämlich eben dieses verletzte innere Kind, das uns diese Ich bin nicht gut genug Geschichte erzählt. Und da, es ist auch das Kind, das all diese Wunden in sich trägt und diese ganze Scham fühlt und nicht unser Erwachsenen-Ich. Und wie bei einem richtigen Kind müssen wir uns jetzt mit unserem eigenen inneren Kind hinsetzen und ihm zuhören und seine Gefühle halt eben auch ernst nehmen, ohne uns aber halt als Erwachsener emotional zu sehr in dieser Geschichte zu verstricken. Und wir können uns selbst halt so sagen, so okay, ja, ich verstehe, warum du dich jetzt so fühlst und du hast auch jedes Recht, dich so zu fühlen. Aber jetzt lass uns bitte mal einen Schritt zurückgehen und schauen, was da gerade eigentlich wirklich passiert. Und jetzt verwenden wir nämlich unsere Logik, um die Dinge halt so zu sehen, wie sie in Wirklichkeit sind und wir die Dinge nicht mehr durch unsere Brille der Emotionen halt eben einfach betrachten. Das wichtigste Tool also, um Scham loszuwerden, ist Self-Parenting und ein echtes Interesse dafür zu entwickeln, wie unsere eigene Ich bin nicht gut genug Geschichte aussieht, weil diese Ich bin nicht gut genug Geschichte kontrolliert halt einfach wirklich jeden Aspekt unseres Lebens. Also diese Geschichte beeinflusst einfach, ob wir Karriere machen und ob wir die Karriere in dem Bereich machen, in dem wir sie machen wollen. Und diese Geschichte beeinflusst auch, welche Freunde wir in unserem Leben haben und welche Qualitäten diese Freundschaften haben. Und sie beeinflusst einfach, welchen Partner wir in unser Leben ziehen und sie beeinflusst, wie viel Geld wir machen und sie beeinflusst, was und wie wir essen. Also sie beeinflusst halt einfach alles. Und wenn du jetzt also anfängst, dich kennenzulernen und dich selbst auch für das zu lieben, was du bist und für dich selbst einzustehen, dann wird sich wirklich dein ganzes Leben ändern. Weil sobald du halt innerlich für dich einstehst, schaffst du es auch, im Außen für dich einzustehen. Und dann schaffst du es, dich selbst zu motivieren und dich selbst zu supporten. Und dann erreichst du die Sachen, die du schon immer in deinem Leben erreichen wolltest. Und das alles passiert halt einfach, wenn du beginnst, deine eigenen Gedanken zu kontrollieren und zu sagen, okay, ich bin jetzt die Erwachsene und ich bin der Elternteil. Und immer, wenn so da dieses negative Ego in mir hochkommt, werde ich einfach die Kontrolle darüber übernehmen und herausfinden, warum es das alles jetzt gerade sagt. Und ich werde dann, sobald es das alles halt eben ausgesprochen hat, alles auf eine logische Ebene runterbrechen und mich selbst motivieren. Und ich werde diese negativen Glaubenssätze jetzt auch nicht glauben, weil am Ende sind die halt nicht mehr als das, was uns unser 6- oder 7-jähriges Kind halt eben sagt. Und meistens entspricht diese Geschichte noch nicht mal der Wahrheit. So, ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat und ich hoffe, dass du dich von Schuld und auch von der Scham befreien kannst. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du ihm ein Like gibst oder wenn du meinem Kanal folgst. Und ansonsten sehen wir uns in einem weiteren Video. Tschüss!